Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich finde es total super, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Und der Vorredner sagte zu mir gerade viel Glück. Das finde ich in diesem Zusammenhang, wo bisher alle von Big Data reden und ich jetzt von Datenschutz reden will. Naja, gut. Viel Glück, danke. Gucken wir mal. Ja, ich bin hier, weil ich mit Ihnen allen, mit euch allen, ich weiß nicht, ob es hier ein Konferenz-Du gibt oder wie das hier so üblich ist. Naja, auf jeden Fall möchte ich gerne mit euch über Datenschutz reden und darüber, ob das noch möglich ist in Zeiten von Big Data oder nicht und wie wir das hinkriegen. Und ich brauche Techniker, die Ahnung von der Technik haben, um das rechtlich beurteilen zu können oder um es weiterentwickeln zu können. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich diesen Input von euch, Ihnen, gerne haben möchte, weil mir der wichtig ist. So, warum stehe ich überhaupt? Was habe ich eigentlich bisher gemacht? Ich bin Rechtsanwältin, ja, seit 2004 steht da, das ist auch so. Habe seit 2010 eine Kanzlei, ein Start-up, könnte man so nennen, berate ausschließlich im Bereich des IT-Rechts und Datenschutzrechts und vertrete auf der einen Seite die Softwareunternehmen, die Software programmieren und verkaufen, aber natürlich auch alle Unternehmen, die im Internet werben oder mit Daten zu tun haben. Und da wachsen alle in meinen Bereich rein, das ist super. Genau, Datenschutzbeauftragte bin ich auch, stimmt. TÜV zertifiziert, ne? Wie der Fahrstuhl habe ich so einen Stempel. Ich mache klassische Anwaltsarbeit natürlich. Ich bin da, wenn es brennt und rette, was zu retten ist. Ist manchmal etwas unschön, aber mein Job und hat auch, ich sehe es sportlich, sagen wir es mal so. Ich gebe Workshops für, also im Datenschutzrecht gebe ich viele Workshops oder im Bereich Social Media, das ist so ein runder Bereich, da gibt es alles Mögliche, ist auch sehr beliebt. Social Media ist so, ne, wie Cloud Computing, immer ganz beliebte Buzzwörter. Damit kriegt man dann immer Leute in die Veranstaltung. Und als externe Datenschutzbeauftragte helfe ich auch, den Datenschutz im Unternehmen umzusetzen und im operativen Geschäft umzusetzen. So, jetzt, warum ich hier bin. Warum Datenschutz? Was soll Datenschutz überhaupt noch, wo wir hier bei Big Data sind? Ist Datenschutz nicht vielleicht mittlerweile völlig überholt? Ist es unwichtig geworden? Ich meine nicht und ich meine, und das, ich habe eine kleine Mission, Ihnen beizubringen oder zu sagen, warum ich Datenschutz so wichtig finde und was mir daran so wichtig ist, auch in Zeiten von Big Data und wie wir das dann zusammenkriegen, müssen wir dann mal gucken. Datenschutz ist ein Grundrecht. Das ist ein Grundrecht wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also das Grundrecht heißt nicht Datenschutz, es heißt Recht auf informationelle Selbstbestimmung, streng genommen. Informationelle Selbstbestimmung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Selbstbestimmung. Ich weiß nicht, auch wenn Sie aus der IT kommen und sich da sehr gut auskennen, wissen Sie, wer alles welche Daten über Sie gespeichert hat? Können Sie das noch selbst bestimmen? Wir haben ja tolle Datenschutzgesetze, super, aber wissen Sie das? Also meine Selbstbestimmung ist ziemlich eingeschränkt, auch schon jetzt unter der aktuellen Rechtslage. Und es gibt Datenschützer, die versuchen manchmal bei Facebook einzumarschieren oder Auslandseinschreiben mit Rückschein zu schicken. An Facebook wird schwierig. Irgendwie funktioniert das nicht so gut mit der Selbstbestimmung. Aber der Grundsatz ist, dass jeder selbst bestimmen können soll, wer was wann über ihn weiß und wer was wann über mich erfährt, speichert und weitergibt. Das heißt, grundsätzlich ist der Sinn und Zweck des Datenschutzes, dass ich immer weiß und immer selber bestimmen kann, welche Informationen oder wo ich bin, wer davon weiß, mit wem ich was tue, mit wem ich was rede, das soll ich selbst bestimmen können. Denn, das hat das Bundesverfassungsgericht vor ewigen Zeiten schon im Volkszählungsurteil gesagt, wenn ich nicht selbstbestimmt entscheiden kann und wenn ich nicht genau weiß, wer was wann über mich weiß und wer mich beobachtet die ganze Zeit und mich aufnimmt, dann traue ich mich irgendwann nicht mehr frei und selbstbestimmt zu reden, um meine Meinung frei zu äußern, weil ich immer Sorge haben muss, dass irgendwer zuhört oder das speichert und mir 10 Jahre später noch vorhält, den ich nicht unter Kontrolle habe und wo ich nicht weiß, wohin das geht und was das Negatives für mich bedeutet. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, das ist nur ein Gerücht, das sich weitergibt, wenn man in Bayern bei Greenpeace Aktivist ist, könnte das ein Problem sein, wenn man später noch in Bayern in den Staatsdienst will. Das nur so ein kann
ein Problem sein. Hatte ich mal früher gehört, ist auch schon 20 Jahre her. Aber solche Dinge, was mache ich, wenn ich meine Meinung äußere auf Twitter, auf Facebook und sage, ich bin gegen keine Ahnung wen, gegen irgendeine Partei, gegen irgendeine Meinung und trete für irgendetwas ganz vehement ein, muss dann aber sicher gehen, dass das ewig gespeichert wird und ich dann vielleicht mehr keinen Job in irgendeinem Unternehmen bekomme, was diese Sachen ganz anders sieht und ich vielleicht auch meine Meinung mittlerweile geändert habe. Denn was auch das Bundesverfassungsgericht schon sah früher, war, die Persönlichkeit muss sich entwickeln, gerade Jugendliche, also Heranwachsende, das ist besonders wichtig. Und wenn ich immer mich beobachtet fühle und weiß, alles wird gespeichert und irgendwann wieder rausgeholt, dann kann ich meine Persönlichkeit nicht entwickeln. Ich muss Dinge auch mal äußern können, ich muss mich austauschen können mit anderen, ich muss auch mal komische Meinungen äußern können, dann sagt der andere, ja, aber das ist doch Schwachsinn, du weißt doch, das ist so und so und dann tauscht man sich aus und man diskutiert das und man entwickelt seine Meinung und seine Persönlichkeit. Und das ist wichtig. Und wenn dann alles gespeichert würde bei dieser Entwicklung, wäre das nachteilig für den Betroffenen und für die Meinungsfreiheit. Wir hätten keine Meinungsfreiheit mehr und für den freiheitlich-demokratischen Staat, Rechtsstaat. Und das ist nicht nur eine Plattitüde, ich bin davon fest überzeugt, dass es ein Problem ist, wenn die Selbstbestimmung gefährdet ist. Nicht, wenn irgendwelche kleinen Klauseln im Datenschutzgesetz gefährdet sind, sondern die Selbstbestimmung. Das ist der Grund, warum mir das persönlich sehr wichtig ist und warum ich finde, dass es da einen Kerngehalt gibt, den es zu schützen gilt und der wichtig ist. Ja, jetzt kommt Big Data. Die Lösung aller Probleme, der Heilsbringer, kann tolle Sachen, Big Data kann super Sachen, kann Menschen helfen, die eine schwere Krankheit haben und die Gesundheitsdaten analysieren und sagen, pass auf, gleich kriegst du, keine Ahnung, epileptischen Anfall, begib dich mal schnell zu einer medizinischen Hilfe, all solche Dinge. Sie wissen, was Big Data alles kann oder können soll, manchmal wird es auch ein bisschen hochgelobt und fällt tief, aber grundsätzlich sind das unglaubliche Chancen, die wir haben. Und Datenschutz hin oder her, sie werden auch kommen. Denn es wird auch passieren, es kommt schon, es ist schon da. Und da brauchen wir auch nicht so tun, sagen, nee, das geht jetzt nicht, wir müssen erst nachdenken, ob das okay ist mit den Daten. Es passiert einfach schon parallel. Da kann man sich auch gar nicht gegen wehren und man sollte es dann proaktiv betrachten und die Chancen nutzen, die Risiken und die Risiken, die es da gibt. Darüber muss man halt sprechen und Lösungen finden. So geht es immer. So machen wir das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Ja, was ist datenschutzrechtlich das Problem? Der Personenbezug bei Big Data. Wenn man jetzt klassisch, das habe ich so ein bisschen auch als sagen wir mal so, als Input für Sie gemacht, dass Sie es im Skript auch haben. Was ist der Hintergrund von Big Data? Wann haben wir einen Personenbezug? Klar, das ist relativ, man kann natürlich Daten anonymisieren, ich glaube aber bei Big Data redet man irgendwann nicht mehr von, da ist Anonymisierung nicht mehr möglich. Je mehr Daten ich habe, umso eher ist immer ein Personenbezug irgendwann wieder herstellbar. Ich fürchte sogar, dass Big Data dazu führen wird, dass irgendwann gesagt wird, egal ob das Datum, die Information ursprünglich mal einen Personenbezug hatte oder nicht, alle Daten sind schützenswert. Sie müssen sich um alles kümmern. Und egal, da die Masse das Problem ist und nicht das einzelne Datum. Und über die Masse sind die Leute immer wieder identifizierbar. Wenn Sie übrigens was dazwischen quatschen wollen, können Sie das gerne machen. Sie dürfen gerne reingrätschen und Fragen stellen. Ne? Also nur keine Scheu. Ja, es gibt auch das Problem, dass selbst wenn es anonymisiert ist und nur in eine Statistik einfließt, aber im großen Stil genutzt wird, dass man natürlich das Problem hat, wie beim Scoring früher, als das so aufkam, das kleine Big Data, dass man dann plötzlich keinen Kredit bekommt, weil alle anderen, die so leben wie ich, kreditunwürdig waren. Und nur weil ich irgendwie nicht mich so verhalte wie der Standard, habe ich plötzlich ein Problem, weil die Statistik gegen mich spricht. Und das ist natürlich auch ein Problem, je stärker das genutzt wird, je stärker massenhaft Daten ausgewertet werden und Analysen von Verhalten von Bevölkerungsgruppen getätigt werden, egal ob die Personen Bezug haben oder nicht. Es hat einen heftigen Einfluss auf mich und auf meine Persönlichkeit und auf mein Leben und wie ich es gestalten möchte. Deswegen ist es nicht ganz unwichtig, das auch zu beachten, dass das datenschutzrechtlich wahrscheinlich irgendwann auch ein Thema werden wird oder grundrechtlich. Ja, es gibt Prinzipien im Datenschutzrecht, die bei Big Data ein bisschen ein Problem haben.
Einwilligung zum Beispiel, toll, super, ne? Sie können dann immer die Einwilligung von den Leuten hören zum Big Data. Im Datenschutzrecht muss aber diese Einwilligung, Sie müssen dem nennen, zu welchen Zwecken Sie die Daten verwenden, welche Daten, zu welchen Zwecken, wie lange, also und vor allen Dingen sehr genau sagen, was Sie damit machen und was dabei rauskommt. Das ist im Big Data schwierig, oder? Vor allen Dingen, da sich ständig ändert und dafür ist auch keine Zeit. Also ist letztlich die Einwilligung, kann man in Mülltonne schmeißen, bringt nichts. Transparenz gibt es im Datenschutzrecht. Das fließt in die Einwilligung so rein. Es muss immer offengelegt sein, deutlich sein, was mit den Daten passiert. Ist auch schwierig bei Big Data, komme ich aber später noch zu, weil das für mich ein Punkt ist, der sehr wichtig wird, werden wird. Datensparsamkeit, ja, jetzt können wir uns einmal auf den Tisch legen und lachen. Datensparsamkeit ist wohl tot. Meiner Ansicht nach hat das keinen Sinn, denn, wie ich schon sagte, das ist im Prinzip des Datenschutzrechts, es hatte auch seinen Sinn. Aber mit den neuen Technologien wird es ad absurdum geführt, es entspricht nicht mehr der Realität. So bitter man das finden mag, es entspricht nicht mehr der Realität. Und das können wir eigentlich vergessen. Zweckbindung, ja, das ist bei der Einwilligung. Zweckbindung ist auch schwierig bei Big Data. Wenn ich vorher den Weg festlege, das haben wir auch schon manchmal in der Marktforschung, da habe ich auch Kunden, die sagen, ja, wir wollen Marktforschung betreiben, wir wollen aber dann vielleicht mal zwischendurch dann, selbst wenn wir am Anfang den Kunden um Einwilligung gebeten haben oder auch die Daten zu einem bestimmten Zweck erhoben haben, möchten wir die dann natürlich für was anderes nutzen. Und bei Big Data ohnehin. Die massenweise Verarbeitung von Daten wird ja für unterschiedlichste Zwecke benutzt und da sind wir wieder bei dem Problem der Einwilligung. Das macht dann keinen Spaß, das macht auch keiner. Das ist genau das gleiche Thema wie mit langen, komplizierten Passwörtern, die man alle 3 Wochen ändern muss. Wozu führt das? Zur Erhöhung der IT-Sicherheit oder zu gelben Zetteln? Also es ist halt die Frage, wie will man das Problem lösen oder will man es realistisch lösen oder theoretisch? Die Erforderlichkeit ist auch noch ein Prinzip des Datenschutzrechts. Sie dürfen Daten ja nur verarbeiten, sofern es für die Beziehung zu den Betroffenen, also für das Vertragsverhältnis oder was auch immer, zwingend erforderlich ist. Das ist ähnlich wie bei der Zweckbindung, ist bei Big Data auch schwierig, weil man diese Daten für ganz andere Zwecke nutzt, weil man ganz andere Dinge damit anstellt. Das bringt auch nichts. Jo, haben wir ein Problem. Prinzipien des Datenschutzrechts sind schwierig. Wie kann denn eine Big-Data-Analyse zulässig sein? Nach aktuellem Recht, um jetzt mal ein bisschen ins Aktuelle zu kommen und Ihnen zu sagen, ja, ist es denn überhaupt zulässig oder ist es immer unzulässig? Es gibt Möglichkeiten, dass Big-Data datenschutzrechtlich zulässig zu bekommen ist. Über eine Einwilligung, gut, lassen wir das, ne? Das ist schwierig. Vertragserfüllung ist auch schwierig. Interessenabwägung kann manchmal funktionieren. Das kann tatsächlich funktionieren, wenn es um Gesundheitsdaten geht und da um höhere Güter, um Forschung, dann ist es durchaus möglich, dass man durch eine Interessenabwägung auch Gesundheitsdaten verarbeiten darf, unter einer bestimmten Prämisse, unter bestimmten Sicherheitskriterien, sei es, dass man den Personenbezug dann rauszieht, zumindest zeitweilig oder pseudonymisiert. Und wenn es notwendig und erforderlich ist, zum Schutz der Bevölkerung, zum Heilung oder zur Sicherung oder zur Gesundheitsvorsorge, da kann man das schon so hinkriegen, dass das zulässig ist. Das ist durchaus möglich. Gerade bei sehr schweren Krankheiten oder bei Epidemien, bei Ebola. Nee, was war das denn letztens? War das Ebola? Big Data, ja, ne? Genau. Klar, da ist das möglich und da ist die Interessenabwägung. Die kann man, klar, da kann man auch juristisch drüber diskutieren, aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, die dann auch zu dem Ergebnis kommen, das Interesse an dieser Big-Data-Analyse wiegt höher als das Interesse des Einzelnen an dem Schutz seiner Daten. Ja, Anonymisierung, geht das überhaupt noch? Man kann natürlich den Personenbezug zu Beginn rausziehen, indem man auch die Daten tauscht oder vertauscht oder bestimmte Teile der Datensätze rausnimmt, aber letztlich, je mehr Daten man hat, im Ergebnis wird der Personenbezug wieder da sein. Also ich glaube, am Ende bringt das, ist das schwer möglich für die Realität des Big Data. Ist das mit der Anonymisierung, funktioniert nicht so gut. Aber es ist nicht unmöglich. Genau, Big Data, Big Privacy. Ich möchte gerne die informationelle Selbstbestimmung schützen.
Und da frage ich mich, wie mache ich das in Zeiten von Big Data? Wie kriegen wir das hin, dass die Selbstbestimmung vielleicht wieder viel besser geschützt wird, als sie das bis jetzt ist? Was kann der Anwender tun? Also ich habe mir überlegt, was kann man denn machen, was kann der Anwender tun? Und jetzt ist natürlich meine Frage an Sie, an euch, wie kann man es machen, wie kann man es, weil es geht nur technisch und man braucht technische Lösungen. Und klar, die Anonymisierung ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Wie kriege ich die Datensätze so anonymisiert, wenn es so massenhaft passiert? Ich weiß nicht, ob das eine realistische Lösung ist. Es gibt da Technologien, die Datensätze, Informationen vertauschen untereinander, sodass der Datensatz in der Analyse gleich bleibt, aber quasi die Person ihre Eigenschaften tauschen, in Anführungszeichen. Und dass dadurch, da gibt es Forschungsprojekte, dass dadurch dann letztlich der Personenbezug gar nicht mehr möglich ist, weil es total vertauscht wird. Also ich habe dann Schuhgröße 45 und irgendwie bin 3 Meter groß oder wie auch immer und mit schwarzer Hautfarbe, was weiß ich. Und das ist dann letztlich nicht mehr zuordnenbar, aber die Masse an Daten ist für die Analyse angeblich noch nutzbar. So, genau, vertauschen. Blackbox, ja, das ist das, was hier auch, hier muss man gucken, was ich da genau, wenn man sagt, das ist für Datenschutzrechtler jetzt auch schwierig, dass das im Prinzip diese Big Data Analyse in einer Blackbox funktioniert. Das sind alles jetzt Ideen, die ich mir überlegt habe, die ich gerne, wo ich gerne Ihren Input hätte, in einer Blackbox, wo man sagt, die Analyse läuft da drin, da kann keiner reingucken, da kommt keiner dran, es kommt nur das Ergebnis wieder raus. Also man kriegt halt hinterher nur die Ergebnisse und dann ist letztlich, diese Blackbox soll eine Garantie dafür sein, dass der Daten, dass ein Personenbezug nicht erfolgt oder dass ein Personenbezug nicht stattfindet. Ja, zertifizierte Verfahren, wieder eine Werbeveranstaltung für Zertifizierungsdienstleister. Natürlich könnte man auch Verfahren entwickeln, die dann abgesichert sind und die man dann zertifizieren lassen muss durch den entsprechenden Dienstleister, die dann gewisse Rechte analysieren. Gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht so gut. Was mir viel besser gefällt, ist die Tatsache, dass zum Beispiel, wenn man Big Data Streaming, das, also Sie kennen so Downloads, ne? Davon haben Sie schon mal gehört, oder? So, und da gibt es ja auch so legale und illegale. Und da gibt es immer viel Streit darum, ist Streaming jetzt eigentlich illegal, ist es illegal oder nicht? Und die Juristen sagen, es ist nicht illegal. Streaming ist möglich, weil das nur in der Sekunde schaue ich diesen Film an und es ist, ich speichere das nicht. Und das ist nur, die Speicherung, die da im Cache ist, ist nur vorübergehend. Und wenn man jetzt sagt, bei Big Data, wenn ich als Nutzer oder wenn, beziehungsweise auf einer anderen Seite, ich bin als Unternehmen und will ja im Prinzip nur, dass der Nutzer auf dem Bildschirm dann darauf klickt und dass ihm das angezeigt wird, was er unbedingt sehen will und keine Ahnung, die Schuhe, die Jacke oder was weiß ich, was er schon immer wollte und ich analysiere dessen Verhalten am Rechner on the fly direkt so, dass ich das anzeige, was er da sehen will und mir ist auch egal, wer davor sitzt, ich will nur, dass er dann klickt und dass es für ihn passt. Dann ist das quasi live und dahinter und davor, da wird nichts gespeichert, das passiert nur, während der Nutzer davor sitzt. Könnte man ja behaupten, naja, ist ja ein bisschen wie Streaming. Ne? Läuft ja so währenddessen und ist ja dann im Prinzip keine Speicherung, ist kein datenschutzrechtliches Problem, auch wenn der Daten ein Personenbezug wäre, aber es guckt sich keiner an, es passiert einfach on the fly. Bitte? Und zur Entwicklung brauche ich dann in Anführungszeichen Testdaten, aber reale Daten sind natürlich spannender zum Testen und zum Weiterentwickeln. Testdaten kann ich nicht generieren, das sind reale Daten. Es gibt Testdaten, ja. So, aber natürlich muss man auch live testen letztlich, das stimmt. Und die Frage, ja? Auch wenn ich kriege, dann habe ich immer eine Datennutzung. Ja, ja, Daten. Ich sage nicht, dass das datenschutzkonform ist, was ich da erzähle. Entschuldigung. Also ich rede jetzt so ein bisschen, was könnte denn mal möglich sein? Oder was könnte man als
für möglich halten, weil es die Rechte nicht so stark beeinträchtigt. Das ist, geht nicht ohne Gesetzesänderung. Es ist letztlich eine Datennutzung, es ist datenschutzrechtlich betroffen, klar. Ohne Rechtfertigung habe ich das, ohne Ermächtigungsgrundlage kann ich das nicht machen. Das stimmt, ja. Genau, aber die würden ja auch ohne. Genau, ab jetzt wird zurücküberwacht. So. Ja, das eine. Ja. Ja, nein, und er darf nicht mitspielen. Genau. No. Aber das ist ja genau der Trick. Wenn ich jetzt im Prinzip jemanden zwinge, das offenzulegen und transparent zu werden in der Kohle, um die es am Ende geht, dann haben wir einen anderen Teil des Wirkens. Jetzt ist ja damit mehr oder weniger, die Leute wollen dabei sein und genau da wird der Cut machen. Wenn ich die Cut aber da ansetze, wo andere ihren Cut machen, also bei der Kohle, das Unternehmen, dann fordere ich heraus, was macht ihr denn mit den Daten? Also, was kommt da mit der Kohle bei uns? Also, ich. Genau, und die Transparenz, das. Warum nicht? Die haben verloren. Aber was ich mich frage, wenn Sie doch Software programmieren können, die das ganze Netz analysiert und die unglaubliche Dinge mit diesen Daten macht, warum gibt es diese Software nicht für den Betroffenen? Warum kann ich nicht zurücküberwachen? Warum mache ich als Nutzer, habe ich nicht ein Tool, wo ich jetzt sagen kann, ich will jetzt wissen, was mit den Daten von meinem Computer gemacht wird, gemacht wurde und also vielleicht noch. Also warum kann ich da, ist das möglich, technisch? Das war für meine Frage der Transparenz. Kann man Tools theoretisch entwickeln, die das tracken können? Okay, wenn die speichern in einem riesen Data-Dingsbums, alles, ja.
Yes. Ich will auch nicht einbrechen, ich will sobald die rauskommen und bei mir was holen. Das soll gelockt werden. Ja, man kann auch so eine Transparenz, aber das ist dann wieder rechtlich mit der Keule und ich finde es technisch schöner, wenn man es faktisch macht. Also Big Data ist faktisch und ich hätte es gern zurück auch faktisch. Ja, aber es sind doch verschiedene Wege. Ich kann es per Telefon machen, ich kann es per Handy machen, ich kann es per Rechner machen, ich kann es per ich was machen. Da müsste ich ja quasi, wie Sie beschrieben haben, die eierlegende Wollmilchsau haben, die mich kontinuierlich, mich persönlich überwacht und immer, egal ob ich per Tippe, Werbung oder wie auch immer, mitkriegt. Was habe ich gemacht und wo schicke ich es hin? Ich denke, man könnte es technisch machen, wenn man sagt, hier ist Server, kriegt keine Daten auf einen Server ab. Also, ich meine, auf einer Webseite zu machen, hat keinen Sinn. Nee, ist Plattform. Die Frage wäre, wenn ich meine Daten einmalig auf einem Rechner ablege und beim Login sage, okay, hole mir die Daten von dort, dann kann ich an der Stelle, weil es immer die gleiche Schnittstelle ist, irgendwas schaffen, hat mir. Ich finde das spannend. Ich habe den Gegner einfach. Und um die Uhr kann man nicht überwacht werden, damit man weiß, an wen ich meine Daten weitergeben oder wer mich mit. Aber ich werde doch schon rund über die. Nee, aber mit der Kamera überfunden oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn ich das auch noch weiß. Okay, das wäre doof. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Ich habe halt die Daten dann dahin und dahin gegeben, was ich jetzt auch, wenn ich gut überwacht werde, noch nicht weiß, was diese 5, 6 Firmen, die irgendwas mehr haben, Daten, die irgendwo in welchen Töpfen zusammenführen, weil da habe ich noch keine Überwachung. Und das Dritte ist, da sind große Firmen, die viele Leute haben, zahlen. Ich weiß nicht, welche Firmen man ausstellt. Nein, aber die zahlen halt viele Leute. Die halt solche Sachen machen und die dann versuchen, sowas zusammenzubauen. Welche Firma gibt Geld dafür, also staatlich mal nicht, aber welche Firma gibt Geld dafür, um den Bürger zu schützen? Sei es vom Staat oder von irgendwelchen anderen. Das heißt, theoretisch stimme ich zu, man könnte eine Software entwickeln, die das letzte Export über so Sachen zusammenzupacken, sich mit Firewalls hackt und danach. Ja. Aber halt praktisch die gleiche. Ja, das ist schwierig, das weiß ich. Aber Big Data war vor 10 Jahren auch noch nicht möglich. Ein Grundproblem ist, wir haben keine echte Sicherheit. Firmen verstoßen dagegen. Keine Polizei. Naja, es gibt keine Durchsetzung. Es wird nicht durchgesetzt. Die wissen auf Big Data, die Gerichte haben auch gerade E-Mail verstanden. Ne? Da müssen wir vorsichtig sein. Ja. Wenn Sie Glück haben. Kommen Sie her und wollen mir erzählen, dass das Recht angewendet werden muss? Ich dachte, wir können jetzt hier was programmieren und dann ist das, ja, das ist ja, ja, bitte. Die würden ja auch für eine Bonbon die Daten verkaufen. Meine Frage, die ich das Problem, was eine grundsätzliche Verpflichtung zur Ja, ich glaube, dass je mehr Daten zusammenkommen, der Personenbezug wiederherstellbar wäre. Und eine Pseudonymisierung reicht auch nicht, um den Datenschutz
wegzuschieben. Das ist auch, dafür braucht man auch eine Rechtsgrundlage. Das hilft rechtlich nicht, es erhöht aber wenigstens den Schutz. Aber man muss ja auch trennen, das tue ich, also man muss schon trennen zwischen dem, was aktuell rechtlich erlaubt wäre oder nicht, da ist fast nicht sehr viel erlaubt, und was aber vielleicht möglich wäre, wenn man das Datenschutzrecht, also wenn man sich mal so träumen dürfte und man entwickelt das Datenschutzrecht anders, um die Selbstbestimmung zu schützen, aber auch Big Data möglich zu machen. Was kann man dann tun? Was wäre dann möglich? Also es sind ja zwei verschiedene Dinge, und dann ist es vielleicht möglich, wenn man Daten tauscht oder es so packt, dass der Personenbezug vielleicht möglich ist, aber nicht passiert. Also Verwertungsverbot letztlich. Ja, schön ist das nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Vorratsdatenspeicherung, wo der Staat ja auch immer sagt, ja, wir gehen da ja gar nicht dran. Das ist, ich finde das nicht so eine schöne Lösung. Das ist eine Zwangslösung, besser als nichts. Dass man sagt, ihr dürft aber damit gar nichts machen, sie werden es aber tun. Werden Sie es tun, wenn Sie verklagt werden? Wenn ich jetzt für Ihnen. Wenn ständig welche verklagt werden. Nee, aber ich frage jetzt, wenn ich jetzt für Ihnen kommen würde und würde jemand verklagen. Wir würden besprechen, wie die Chancen sind. Und dann machen wir eine Crowdfunding-Kampagne und dann machen wir das. Sind die Chancen ja gut, weil Sie verstoßen andauernd. Ja. Stimmt, man könnte mal so ein riesen Unternehmen gründen, was nur so Big Data verstößt. Was ist das denn interessant? Ja? Ja, das waren die anderen. Das muss jeder. Das muss ja grundsätzlich. Ein Recht auf Vergessen, ja, ja. Ja, deswegen ist bei Big Data Anonymisierung. Und
Ja, blöd. Du bist doof. Ja, das hilft uns ja. Und das ist das Ärgerliche. Das hilft nicht der Selbstbestimmung. Und ich meine, klar, manche Leute würden ihre Daten für 2,50 Pfennig auch verkaufen. Ah, ist mir doch egal und ist doch unwichtig und so. Da ist dann die Frage, wie sehr müssen wir, keine Ahnung, die Diktatur der Intellektuellen spielen und denen erklären, das geht aber nicht. Oder wie viel Selbstbestimmung lassen wir denen auch? Also Datenschutzrecht sagt ja immer, nein, Einwilligung geht so nicht und so. Aber wenn jemand ganz klar aufgeklärt bekommt, was er weggibt, wofür er es weggibt und wie lange und was, und er sagt dann, ja, das mache ich. Und er darf aber dann vielleicht 10 Jahre später sagen, nee, jetzt nicht mehr. Ob das dann technisch umsetzbar ist, ist halt dann das Problem. Bei Aufklärung, warum darf das jemand nicht entscheiden? Also das geht aktuell faktisch nicht wirksam. Also auch diese Facebook-Nutzungsbestimmungen sind sowieso alle unzulässig. Die unterschreiben viele und die haben vielleicht einen psychologischen Wert. Manche widersprechen dagegen ja auch auf Facebook, aber die sind zum Großteil unwirksam und deswegen gelten die nicht für mich. Aber klar, ich marschiere jetzt auch nicht bei Facebook ein und sage, Entschuldigung, ich habe das Bild da gepostet, das dürft ihr jetzt nicht für die Werbekampagne nutzen. Ich merke es ja auch gar nicht, aber das wird dann schwierig in der Durchsetzung. Und da gibt es zahlreiche Probleme. Also ich sehe schon, wir finden hier noch keine Lösung. Ich habe, Transparenz, Sichtbarkeit haben wir besprochen, Big Data, Selbstanalyse als Auskunft, das scheint wohl nicht zu funktionieren. Das hatte ich gedacht, dass wir das technisch jetzt so mal eben hinkriegen, aber das kann ja in Ihnen arbeiten. Ne? Sie sind ja vom Fach und wenn Sie jetzt so immer mal so weiterentwickeln und vielleicht gibt es da irgendwann eine Möglichkeit, dass man den Betroffenen Tools an die Hand gibt, nicht nur um ihre, also wie Tor, um das Internetsurfen zu verschleiern, sondern vielleicht auch um selber zurückzuüberwachen und das nicht in die Unternehmen unbedingt einzudringen, aber wenn ich jetzt sehen kann, was, ich meine gut, ich kann jetzt mit Ghostory und so auf meinem Rechner gucken, was passiert gerade, aber wem das alles gehört, was da auf meinem Rechner rumschwirrt und wer das dann zusammenführt, kann ich natürlich nicht sehen. Also ich zumindest nicht, Sie vielleicht. Vielleicht gibt es das schon. Okay, schweigen, verstehe. Ja, es bleibt ein großes Fragezeichen, aber ich habe die Hoffnung, dass sich da noch ein bisschen was entwickelt und letztlich kann man auch nur sagen, wenn wir keine vernünftige Lösung finden, könnte es passieren, dass Datenschutzrecht und Realität weiter auseinanderklaffen und dann irgendwann vielleicht mal Aufsichtsbehörden auch wach werden und merken, sie könnten eigentlich eine Menge Geld verdienen, wenn sie mal ein bisschen sich hinsetzen würden und ein bisschen analysieren wollen und dann vielleicht mit der großen Keule gegen die Unternehmen vorgehen, was ich auch jetzt nicht so sinnvoll finde. Da muss man vielleicht gemeinsam was entwickeln, um diesen Rechtsstaat zu schützen und zu bewahren. So mein Appell. Genau, deswegen nämlich Privacy Matters. So mein Schlusswort quasi. Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Ich denke, das bietet viel Stoff für Diskussionen, für Überlegungen. Wenn Ihnen was einfällt, sagen Sie Bescheid. Und danke, dass Sie mitdiskutiert haben. So, ich bin fertig.